Herrlichstes Wetter heute. Herrlichstes Wetter, um einen kleinen Ausflug zu machen. Wir fliegen nochmal rüber zur Burg, um dort Siliziumperlen zu farmen und den letzten Teleporter zu setzen. Ich möchte den Teleporter gerne in die Höhle packen. Und damit herzlich willkommen zurück auf Fjordur. So, den hole ich mir jetzt aber auch nochmal. Ne? Wenn wir schon hier sind, sollten wir das vielleicht mitnehmen. Vielleicht ist da irgendwas Cooles drin. Kann ja sein. Warte, da kommt gerade... Ja, bitte? Gib mir deinen Chitin. Gleich ist er weg, ne? Ja, danke. Wow. Ach, ist das wieder schön. Also blaue Lootstrahlen kann man sich echt in die Haare schmieren. Gut. Lass weiter. Bin ich richtig? Fliege ich richtig? Ich weiß gar nicht. Ja, ich denke schon. Oh, hier. Ein Rex. Ein 20er Lobob Rex. Was ist das da? Achso, das ist Öl. Nee, was ist das hier? Das ist doch so ein Honigstein, alles klar. Was ist denn hier für eine Action? Oh, das Pferd ist schön. Lächerlich! Lächerlich! So, ich hole mir. Da ist ein Dieb. Mag keine Diebe. So, okay. Jetzt aber. Das Pferd hat immer noch Schiss. Oh ja, das ist gut. Gilly-Maske, überragend. Das ist okay. So, wo muss ich hin? Orientierung, wo bist du? Da müssen wir hin, alles klar. Oh, da kommt ein lilaner Lootstrahl. Den hätte ich gern, Leute. Den hätte ich gerne. Den würde ich gerne mitnehmen. Warum kommt jetzt Musik plötzlich? Aus dem Nichts. Mucke aus dem Off. So, eine Sache will ich auch noch machen bei Zeiten, ne? Also ich will unbedingt die Falken zähmen. Ich will unbedingt Falken haben. Die werden wir uns auch holen. Ja, und ich habe die Kommentare natürlich wahrgenommen. Nur, dass das bei mir immer ein bisschen versetzt ist durch die Aufnahmen und so weiter. Dass ich das quasi umsetzen kann im Let's Play. Das wird aber passieren. Wir werden uns einfach mal eine Folge nur mit Falken beschäftigen. Und werden dann versuchen, so wie es sein soll, Falken zu zähmen. Das heißt, ich muss halt runter von dem Agent, wenn ich was getötet habe. Ich muss absteigen, wurde geschrieben. Und nur dann zählt der Zähmfortschritt. Bin sehr gespannt, ob das dann wirklich funktioniert. Oder ob ich die Tiere selber töten muss. Aber das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Bevor ich mit der Immersive Taming rangehe, werde ich eher das nochmal versuchen. Und die Original holen. Und dann möglichst hohe Tiere, damit wir die dann züchten können. Ich würde gerne eine Falkenzucht haben wollen. Vielleicht so hochgelegen ein Gebäude, was wir bauen, wo wir die Falken drin haben. Das wär sehr, sehr cool. Eine schöne Falkenzucht. So, gib mir alles, was du hast, mein lieber Lootstrahl. Ich erhoffe mir jetzt unfassbare Reichtümer und nice Geschenke. Hallo. Bauplan. Manta-Sattel. Einen Manta-Sattel. Na gut, wenn ihr das so wollt. So, wir werden jetzt wieder in die Burg rein. Wir müssen gucken, dass ich vorher, dass ich halt nur reinlaufe, nicht fliege. Und ich versuche dort den Teleporter zu setzen. Das müsste ja theoretisch funktionieren. Aber erstmal müssen wir uns, glaube ich, durchfrühstücken hier. Ja, so, mal gucken. Habe ich eine Fackel? Brauchen wir eine Fackel? Wir schaffen das so, ne? Ich hoffe, ihr seht genug.
So, hier wird es ein bisschen heller. Mal gucken, wer jetzt so hier am Start ist. Ich nehme auf jeden Fall Kristall mit. Wir können uns eigentlich auch gleich den an Kühlung mitnehmen dann hierher. Wir sollen Kristall abbauen. Haben wir denn noch Kristall oder ist das hier alles weg? Ist hier gar nichts nachgespawnt? Hallo? Also Siliziumperlen scheinen wieder da zu sein. Aber warum sind hier keine Tiere? Oh fuck, ich hab's geahnt. Ja, cool. Dann kann ich ihn nur auf Follow nehmen. Warum sind hier keine Kristalle mehr? Ja gut, dann ist es nur die reine Siliziumhöhle. Müssen wir Kristalle woanders holen. Ich hoffe, dass die dann immer nachspawnen. Ich mach mal hier so, wenn das geht, den Teleporter hin. Und das geht. Das ist super. Umbenennen Siliziumperlen. Dann ist das hier unser Spot, wo wir immer das Zeug holen. Ob das reicht, ist natürlich eine andere Frage, weil so viele Perlen sind jetzt hier nicht drin, aber so ein paar kann man sich ja immer mal holen. Je nachdem, wie schnell die nachspawnen. So. Habe ich den jetzt mitgenommen? Oh, ich sehe irgendwie gar nichts. So, dann werden wir einmal hier durchtauchen. Warte mal. Ah. Agent! Ah ne, er schafft das eigentlich alleine, ne? Wieso schwimmen jetzt hier Spinnen? Komm her, du Mistvieh. Hab ich einen Pfeil? Tschüss. Okay. Der Agent ist ja auf neutral. Das sollte ja eigentlich funktionieren. So, let's go. Das war jetzt gerade ein bisschen ekelhaft, finde ich. So eine schwimmende Spinne ist jetzt nicht so das, was ich cool finde. So. Okay, nehmen wir alles mit. Wie viel haben wir jetzt schon? Weiß ich nicht. Ich guck gleich mal. Dann machen wir noch ein paar. Das war's, ne? Einmal abgeerntet und gut ist. So. Wie viel haben wir denn? Ach ja, guck. Das lohnt sich eigentlich schon, ne? Wenn wir ja einmal tauchen, haben wir fast knapp 500 Siliziumperlen. Das ist schon nice. So, dann haben wir jetzt hier unseren Spot. Können wir ab und zu herkommen, gucken, ob was da ist. Und dann ist gut. So, wo habe ich denn... Wo ist denn die Spinne? Kann ich die noch abernten? Ach, ist egal. Komm. Let's go, Diggi. Ich lauf raus und porte dich zu mir. Ich glaube, das ist einfacher. Dum, 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 dum. Hierher, bitte. Kommst du zu mir? Mein Gutster. Ah, schön. So, haben wir. So, dann porten wir uns jetzt wieder nach Hause. Ich drücke immer die falsche Taste. So, wir möchten zur Homebase. Gut. Jetzt müssen wir noch Metall holen. Nee, warte. Doch, wir müssen Metall holen. Dafür brauche ich aber nicht den Agent. Ich muss mich nur selber rüberporten und den Ankylo zu uns holen. Okay, alles klar. Mache ich. Ich möchte dahin. Ah, nein! Ach, das geht ja gar nicht. Ich bin ja doof. Nein, ich komme doch gar nicht auf die Insel. Oh nein. Ach, scheiße. Okay, doch Agent Arvis. So, let's go. Warte mal, ich will mal gucken, wie viel Öl wir jetzt haben. Ist da schon was drin? Oh, Raptoren, meine Lieblingsfreunde.
werde nie vergessen. Oh ja. Damals im Stream, wo ich hier gestartet bin, da vorne bei meiner ersten Base. Das war so unfassbar, was da für Raptoren kamen und mich komplett zerstört haben. Staffel 1, Leute, wer es gesehen hat, keine Ahnung, aber das war echt hardcore. So. Ist auch hier auf dem Kanal, wenn man Bock hat, reinzuschauen. So, hier holen wir uns jetzt den Ankylo. Den machen wir komplett voll. Ich hole hier nochmal kurz Öl. Na, sehr gut. So, hier hole ich den Ankylo her. Können wir das schon mal abbauen? Okay. So, wir brauchen Aino, ne? Ja, Aino. Der arbeitet von alleine. Ich mach gar nichts. Nee, warte mal. Was genau baust du hier gerade ab? Das ist der falsche. Ich brauche Metall. Metall, bitte. Danke. Du bist ja jetzt schon voll. Dein Ernst? Ne, komm. Ich, hau mal raus, ne? Nein, nicht alle Items. Oh. Da wir Metall holen wollen, wäre es halt gut, wenn wir uns auch nur auf Metall konzentrieren. Obwohl wir auch Stein brauchen, ne? Also, aber der holt ja nur Feuerstein raus. Warte mal, ich hol mal noch den anderen. Den Knutschkugel männlich. Hallo? Genau. Du sollst hier noch ein bisschen Steine farmen. Weil die brauchen wir halt auch. So. Ja. 21.000 Leben hat er schon. Ja, völlig übertrieben. Naja. Gewicht. Okay. Jetzt bist du voll. Okay, dann machen wir das nämlich jetzt immer so. Ich laufe rüber, hol den Ankylo. So kann er nämlich ein bisschen mehr tragen. Dann laufe ich hier noch rüber und den Ankylo wieder hierher. Du blutest. So, dann laufe ich hier hin. Da hole ich den Dödi. Knutschkugel. Wer von den beiden macht diese Dinger hier leer? Ich glaube, da ist auch eher der Ankylo, ne? Boah. Dann holen wir hier den Ankylo her. Ja,
Jetzt hat er Steine geholt. Aber Feuerstein brauchen wir ja im Prinzip auch, ne? So, okay. Das passt für mich. Jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite, um die Rich Metal Vorkommen noch mitzunehmen. Oder hier. Und da die halt so überladen sind, muss ich das auf diese Weise machen. Warum haben wir denn 300er Stacks? Hatten wir immer schon 300er Stacks? Ungewöhnlich. Da kann ich bestimmt so 3 Foundations bauen, ne? So, hier hinten müssen wir auch noch. Also das wäre auch noch mal sehr wichtig. Und hier. Perfekt. So, dann bleibst du jetzt hier erstmal stehen, Diggi. Und ich laufe hier nochmal hin. Und hole nochmal den Dödi. Scheiße. Wieso geht das nicht? Hallo? Er hat nicht so eine krasse Range. Schon einige Steine am Start. So, was lohnt sich hier noch? Das hier, ne? Du bist komisch. Okay, egal. Reicht erstmal. Ich würde sagen, ich porte mich mal mit dem Agent rüber. Und die anderen beiden holen wir dann zu uns. Dann mal hier den Ankylo vielleicht noch mal kurz. Aber 23 Öl ist nicht besonders viel. Moment. Dann Aino her. Und Knutschkugel her. Und dann porten wir uns nach Hause. Zur Homebase. Yeah, okay, das war heftig. Also mal gucken, ob die jetzt alle irgendwie sind. Ist der Kreis ein bisschen zu klein, glaube ich. So. Das Ding ist, wir lassen die jetzt erstmal hier stehen, ne? Und da die Range ja so groß ist, kann ich ja das ganze Zeug einfach rüberziehen. Hier rein zu uns. So, Siliziumperlen habe ich ja. Ne, Moment. Wir haben die Dinger noch gar nicht gebaut, die ich hier dachte, die ich hier habe. Digga, ich bringe alles durcheinander. Noch von der alten Base, wisst ihr? Da bin ich noch. Wir hatten ja noch gar nicht die Ressourcendinger gebaut. Jetzt habe ich meine Trinkflasche weggepackt. Nein. Öl. Wir haben ja die Dinger noch gar nicht gebaut. Siehst du, da wäre ja jetzt nochmal interessant, ob man die überhaupt dafür verwenden kann. Ne, das ist ja die RP-Dekor, war es nicht. Nee, RP-Dekor war es nicht, sondern ich glaube, auf Level 20 gab es die ganzen Sachen. Hier, nicht das hier, sondern äh
Hier, diese ganzen. Nee, nicht HG. Doch hier, diese Sachen. Ich weiß gerade nicht mehr, von welcher Mod das war. Die Frage ist eher, kann ich die Sachen jetzt umbenennen? Weil das war ja damals auch schon das Problem, dass das nicht funktioniert hat. Die sehen zwar super cool aus, aber es hat nicht funktioniert mit der, mit dem Vakuum-Sorter. Das heißt, ich werde jetzt mal den hier bauen. Stell den mal hin. Und dann gucken wir mal, ob wir das umbenennen können. Wenn wir es nicht umbenennen können, wird das nicht funktionieren mit dem Vakuum-Sorter, weil man in der Umbenennung Unterstrich Sort schreiben muss. Und wenn man nicht Sort dahinter schreiben kann, erkennt die Mod das nicht. Als etwas, wo man was einsortieren kann. Das ist der Punkt. So, ich platziere das mal. Platziere das mal und stelle das mal hier einfach hin. So. Jetzt gucken wir mal. Also wir können es umbenennen. Ich weiß trotzdem nicht, ob es funktioniert. Silizium Sort. Keine Ahnung. Dafür müssen wir natürlich erstmal überhaupt den Vakuum-Sorter bauen. Und das machen wir jetzt. Wir benötigen... Warte mal, eine Sache wollte ich aber noch machen, ne? Nee, es ging nur um den Vakuum-Sorter. Okay, wir müssen auf jeden Fall Electronics bauen. Das machen wir jetzt. Metallbarren haben wir offensichtlich noch. Metallbarren werde ich erstmal nicht machen, weil wir brauchen klassisches Metall. So, und dann brauche ich für den Vakuum-Sorter... Wo ist er schon wieder? Mit C. Vakuum-Sorter 60 Electronics. Habe ich noch Kristall? 60 Kristall, sonst müssen wir... Ach, siehst du, da fällt mir ein. Wir brauchen noch ein Kristallvorkommen. Ich tapp mal kurz rüber und gucke mal, wo am besten Kristall zu finden ist. So, jetzt habe ich hier so ein paar Spots und ich sehe... Tatsächlich da, wo wir jetzt sind... Muss mal kurz die Karte vergleichen. Eigentlich genau da, wo wir jetzt sind. Hier ein bisschen über dem See. Drüber. Kann aber auch sein, dass da eine Höhle ist und deswegen Kristall angezeigt wird. Kann aber sein, dass da auch Kristall ist. Das weiß ich nicht genau. Wir können ja mal kurz einen Flug starten, während Electronics gebaut werden. Würde ich mal kurz machen wollen. Lass uns mal in die Richtung fliegen und gucken, ob da Kristall ist. Aber ich sollte vielleicht erst Metall rausholen, ne? Aus dem Ankylo. Egal, wir gucken erstmal. Dann wissen wir ja mehr. So. Agent, wir müssen los. In die Richtung. Let's go. Hinter dem See. Also entweder ist hier eine Höhle. Oder hier ist irgendwo ein Kristallvorkommen. Oh mein Gott, wie schön ist der denn? Oh Gott, warte mal. Moment. Oh, warum sind die Hübschen immer so eine Lobobs? Okay, der ist vielleicht ein bisschen doll hübsch, ne? Also der ist so bunt, also so heftig bunt. Aber was für eine krassen Farben hat denn der bitte? Guck dir das mal an. Hätte ich den vielleicht aufheben sollen? Leute, hätte ich den jetzt zähmen müssen, damit wir die Farben irgendwie reinkriegen? Moment. Hui! Hallo? 6 Dinger haben wir erst. Okay, wo soll jetzt hier bitte Kristall sein? Fragezeichen. Wo? Also hier ist Metall, das sieht man sehr gut. Hier ist Metall am Wasser und so, das finde ich sehr, sehr nice. Aber wo zum Teufel soll hier Kristall sein?
Hier bin ich schon zu weit, weil mit Kristall soll irgendwie hier so sein. Es muss ja eine Höhle sein, Leute. Das kann ja gar nicht anders sein. Haben wir denn irgendwo eine Höhle hier? Die ich nicht kenne? Oder die ich vielleicht doch kenne? Gut. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber okay. Ich vermute mal, dass es irgendwie irgendwo drin. Gut. Oder auch nicht gut. So. Halt. Okay. Haben wir denn noch Kristall? Ein bisschen. So, das sieht gut aus. Er ist fertig. Ja, lass mal gucken. Oh, brauchen doch noch Metallbahn. Alles klar. 100 Stück. Wo ist er hier? Pack ich mal noch ein bisschen was rein. Pull. Und let's go. Okay, dann können wir den Vakuumsorter bauen. Und den werde ich dann hier vorne trapieren. Hier so, damit man immer so reinfliegen kann. Oder so. Und dann probieren wir erstmal aus, ob er das überhaupt wegsortiert. Zum Beispiel hier in dem Perlending. Ansonsten müssen wir Schränke bauen. Dann bauen wir Schränke und packen hier Schränke rein. Das geht nicht anders. Erstmal. Später kommt ja das große Lager dann rüber. Dann können wir hier wieder diese Sachen bauen und im großen Lager dann einfach die Schränke. So, heißt, wo sind denn meine? Achso, die Perlen habe ich hier. Nehmen wir mal ein paar mit raus, damit wir das gleich testen können. So. Wie lange dauert das? 40. Aber das mit dem Kristalldepot ist jetzt nicht so cool. Wo haben wir denn noch Kristall? Vielleicht sollte ich mal kurz gucken, wo wir Höhleneingänge haben, aber das zeigt er mir auch nicht. Doch, zeigt er mir. Weil es müssten ja eigentlich noch mehr Höhlen da sein, die wir noch nicht kennen vielleicht. Obwohl wir eigentlich alles schon mal an uns angeguckt haben. Außer die Höhle im Sumpf. Da war ja irgendein Problem. Da erinnere ich mich noch dran. Ne? So, aber er zeigt mir einfach die... Egal. So, ich denke mal, wir können jetzt den Vakuumsorter bauen. Go. Sehr gut, Leute. Wir sind so viel weiter jetzt, um die Burg jetzt zu bauen, dass wir... Also, wir können langsam anfangen damit. Das wollte ich damit sagen. Muss ich mal gucken. Ich hau das mal hier so hin. Sollte schon so mittig sein, vielleicht. Hier so. So, ich möchte gerne Range Large, genau. Collect Type Resource
Automatic Sword on und ich möchte, dass man die Bubble sieht. Wo man halt reinfliegt, ne? So, okay. Und jetzt möchte ich... Wir machen das anders. Ich flieg mal mit dem Agent rein. Hallo, mach das weg. So. Okay, der hat alles Mögliche drinne, aber er sortiert nichts, wie man sieht. Manuell macht er auch nicht. Okay. Ich mach mal zwei Schränke. Ich nehme die HG-Schränke. Ich muss kurz mal gucken. HG-Schränke. Und zwar die diese hier, diese Resource-Boxen. Weil man die halt mit so einem Schild versehen kann. Das ist, dann sieht man halt schön, was da drin ist. Die mag ich viel lieber. Ich baue mal zwei davon. Erstmal. Und dann stellen wir die mal auf. Und dann bin ich gespannt, ob er Leder und Perlen wegsortiert, okay? Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber ich glaube, es war... Sword müssen wir hinten dran schreiben. Aber ich weiß nicht, ob man Sword groß schreibt, ob man das klein schreibt. Dafür müsste ich erst wieder in die Mod-Beschreibung gucken. Holz. Sword. Mal kurz gucken. Ne, macht er nicht. Okay, dann werde ich jetzt erstmal hier ein paar Schränke hinstellen. Wird ja immer schlimmer, aber egal. Es geht erstmal nur darum, dass wir sagen... Oh Gott, was wollte ich jetzt haben? Leder... Und Perlen, ne? Perlen, 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 Silizium, Perlen, hier. So, und dann muss ich die natürlich noch umbenennen. Perlen. Ah! Ich weiß, was das Problem ist. Ich habe was vergessen. Es muss immer eins von diesen Sachen... muss immer da drinne sein. Moment. Moment, 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 Moment. Gib mir noch mal ein paar Perlen. Ich habe vergessen, dass das so ist. Okay, vielleicht geht das ja doch mit den Dingern. Das wäre super cool. Ich pack mal die 100 da rein und gehe unten noch mal auf Sword. Und dann mache ich hier noch mal ein bisschen Leder rein. Ich will nur wissen, ob das in die kleinen Dinger reingeht. Bull. Da überzieht sie schon wieder so maßlos. Umbenennen. Leder Sword. So. Ich glaube, klein geht auch. Glaube ich, egal. So, okay. Den anderen lasse ich mal kurz aus. Den anderen Kristall Perlenschrank. So, jetzt bin ich gespannt. Wie weit ist die Range? Show me the range. Ist groß genug. Warum machst du das nicht? Warum geht das nicht? Warum sortiert er nicht? Sind das die falschen Schränke?
Also geht es nicht mit den HD-Dingern, oder was? Aber wir hatten das doch schon mal auf Valguero auch mit den Dingern. I don't get it. Vielleicht muss ich vorne Sword schreiben. Ich bin gerade unsicher. Aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich habe irgendeinen Fehler habe ich hier gerade. So ein Hexenwerk war das jetzt auch nicht. Wir kriegen das raus. Beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut. Ciao.